So, ich weiß gerade gar nicht, geknifed wird glaube ich nicht mehr. Ein bisschen her, das Easy A-Match. So, also gehen wir mal davon aus, dass Maus hier als Terror startet. Oh, ich muss gleich noch das Malen aktivieren. So, Maus Richtung Action unterwegs. Kura und Fox, aber eigentlich Kura allein da. Übrigens wieder keine Pünktchen oben. So, Kerrigan Mitte allein. Oh, links oben ist er aufpassen. Boah, was ein Timing von ihm. Perfekter Go. Hat er den CT auf dem falschen Fuß erwischt. Stirbt jetzt allerdings. Aber okay. Bombe kann gelegt werden. Smokes liegen gut. Und jetzt muss halt die Defense halten. Trubel da oben mit P250. Sonics auch mit P250. Schöner Headshot. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Oh, der Spot wieder jetzt gefangen und Trouble im 1 gegen 1. Oh, gibt ihm schon richtig gute Hits. Das hier hat keinen Kit. Oh, das muss an Trouble gehen, die Runde. Ah, oh, er spielt das super. Holt er alle mögliche Zeit der Welt raus und weiß es auch. Das hier schafft das nie im Leben. Und der Russe will jetzt einfach nur den Frack haben, aber Trouble schenkt ihm dem auch nicht. Sauber, erste Runde somit für Maus. Schöne Taktik, aber natürlich auch ein bisschen Luck da unten bei Kerrigan. Wenn der CT ein bisschen länger noch da irgendwie einen Connector aufpasst, hat Trouble den Frack nicht. Wobei man da vielleicht sagen muss, also auf Spot wären sie ziemlich sicher auch drauf gekommen. Ob sie den Retake dann den Retake gestoppt hätten. Boah, sehr schön. Also Smokes liegen schon mal perfekt hier von Maus. Das ist echt bitter. Und Trouble kriegt Besuch mit da oben. Fällt gute Hits aus mit der Shotgun. Oh, den letzten Schuss hätte er fast noch eigentlich sitzen müssen. So, B sind sie rauf. Boah, nächster Frack für Virtus. Oh, das sieht gar nicht mal so gut aus. Kerrigan hält noch kurz. Schön mit P90. Sauber, kriegt er alle drei. Nur noch das hier in der Küche. Und Fenster ist auch zu. Da kann er auf jeden Fall nicht rausspringen. Wieder ein 1 gegen 1. Saprox nur mit Shotgun. Gibt dem Hit. Wechsel auf die automatische Waffe. Oh, Trubel macht's gut. Aber jetzt faked die Frage. Nee. Lernt durch. Ah, ob die Pose jetzt gut ist. Ach, sauber, er macht's. Jetzt geht mein Stream hier wieder an. War auf jeden Fall die Runde noch gerettet. Virtus entscheidet sich zu kaufen. 3 Farmers, 2 M4s. Equipment natürlich nicht vorhanden. Super Kontrolle und Maus weiß es natürlich nicht, dass sie gekauft haben. Ein Fokus hat er auch keiner. Angel hat auch ekelhaftes Timing. So, jetzt wie sie siehst, das hier mit dem ersten. Angel pusht jetzt hinterher, kriegt den auch oben. Jetzt wird nach hinten gedeckt. Von wem? Von Apox, der da auch den Frack macht. Spots ziehen sie raus. Aber es wird eine ganz, ganz schwere Runde. Fracks fallen trotzdem für Maus. Mann, jetzt sieht's gut aus. Schön reingepusht von Kerrigan. Macht er auch zwei wichtige Frags. Also der scheint SSG-mäßig auf jeden Fall gut trainiert zu haben. Jetzt allerdings doch die Unterzahl. Aprox hat eben schon 1 gegen 1 gewonnen. Vielleicht jetzt 1 und 2 die Chance. Bombe hatte. Vielleicht saß ganz okay. Oh, der eine ist richtig low. Schade, Mann. Ey, wenn der eine da kippt. Kura hat da auch richtig low geschossen. Schade, aber der Kauf von Virtus ging auf. Auch der Push da, Keller rein. So, wie gesagt, reportet bitte ruhig alle den Stream. Es ist irgendwie random. Entweder laggt oder es laggt nicht.
Letzten zwei Tage lief es eigentlich ganz gut. Also ich habe keine Ahnung, warum das da so schwankend ist. Überlegs, überlegs. Ah, ich kann es jetzt aber auch nicht ändern. Jo, ruhig alle Schraubenschlüssel, Video Stuttering, Quali runter hochstellen, irgend sowas. Irgendwas müsst ihr da probieren. So, konzentriere ich mich wieder aufs Spiel. Maus. Ah, Contact. Sonic darf smoken. Sind sie noch raus? Sind sie noch gesmoked? Next kriegt er den Frack nicht. Und Holz holt sich jetzt Aprox. Unterzahl, keine Smoke mehr. Müsste sich also sputen, da die Bombe zu legen. Oh, Aprox hat jetzt 2 HP. Okay, wir gehen halt die Bombe gepickt vom Aprox, der da weggesprengt wurde. Unterzahl 2 gegen 4. Alle Virtus-Spieler schon da. Oh, riskanter Move. Ah, schön von Sonics. Ein macht er noch. Kerrigan auch noch einen. Jetzt gegen 2. Aber Fox durch die Kiste. Mit Headshot. 3 zu 2. Eco müsste eigentlich wieder beim Maus sein. Dann 4 zu 2. Also immerhin wissen sie, dass Fox die Arme hat. Ja, es ist doch behindert. Warum leckt denn die Scheiße heute so sehr? Für alle, die vorhin noch nicht F5 gedrückt haben, also ruhig auf F5 drücken. Nachdem, also die alle, die vor dem Stream Restart drauf waren. Ich lese gerade echt nur noch Lag Comments. Qualilo. Schreiben immerhin welche liegt bei Twitch. Also ruhig wirklich alle reporten, damit die auch mal was raffen da. Sollen mal ihre Millionen gescheit ausgeben für neue Server oder so. Wird mal Zeit, dass da irgendwie neue EU-Server kommen. So, da spielt man nochmal ihre die Pistol. Mit den Smokes natürlich perfekt. Kerrigan, mal sehen, ob er wieder gutes Timing hat. Das sieht danach aus. Oh, schön, Mann. First Check also wieder auf Seiten von Maus. Jetzt Spot aufpassen. Tedwis wird abgeflecht. Sehr gut gewartet. Kerrigan wieder gestorben, aber hat er sowieso mit einem gemacht. Spot auch gefallen. Wieder die 3 gegen 3 Situation rausgespielt. Trubel noch mit Smoke. So, Apox wartet da drauf. Flash wird jetzt legen. Jetzt kommt es auf die Verteidigung an. Benutzer die Smoke, um oben ins Haus zu kommen. Ah, bitter. Wenn er da Ticken eher reingeht oder es dann komplett lässt, vielleicht besser. Jetzt natürlich seine Mates unter Zugzwang. Aprox verschießt da, macht auch relativ wenig Schaden. So, jetzt muss ich gleich gucken, wo die Bombe gelegt ist. Ich glaube nicht, dass Sonics danach was machen kann. Ah, pratzt auch. Keine Chance. Ja, die Bombe liegt sowieso schlecht für ihn. Also das sollte sich mal auch merken. Nicht rechts liegen, sondern links. Weil von der Action kannst du da einfach nichts gegen machen. Der CD kann ja in den Kisten diffusen. Hier muss er sich recht offen zeigen. Und dann wird er von der Action gesehen. Ach, nach den anfänglichen... Ja gut, am Anfang, die Pistol war gut. Zweite Runde war dann schon wieder relativ knapp. 1 gegen 1. Aber gut, die Smokes... Ja, die fallen wirklich jede Runde perfekt. Also die hat man wahrscheinlich bis zur Vergasung geübt. So, man spielt die Runde nochmal. Vielleicht hat man irgendwie einen Fehler gesehen. Kerrigan kommt ja wieder durch. Also Virtus konzentriert sich aber auch nicht drauf. Diesmal kriegt er leider keinen. Und Adrian macht aber einen überragenden Job am Spot. Und das ist auch, wenn man nur noch Sonics. Gegen 4. Einen hat er Feuerkisten gesehen. Kriegt den Hit von Aave von hinten.
und da keine Chance. Wird von allen Seiten gerusht. Ach, schade, Mann. Aber irgendwie kriegen sie den Spot halt nicht kaputt. Da scheinen die Granaten noch nicht so richtig zu sitzen. Leckt anscheinend erbärmlich heute bei allen. Ja, dann das Wort halt, ne? So, Maus hat nochmal gekauft. Engine hält kurz. Das Problem ist, diesmal sind die Smokes. Doch, die Smokes liegen. Wollte ich schon sagen. Sonst wäre es zu obvious eigentlich gewesen. Und Maus spielt was Neues. Über Keller. Engine wurde abgesmoked. Abgeflasht. Kurz angesagt, Kerrigan hat auch die Arme gesehen. Wissen somit, wo zwei Spieler sind. Probably allein da oben im Haus. Ich weiß nicht, ob er schon gesehen wurde. Ganz gefährliches Duell jetzt oben. Oh, er hat's gewonnen. Sehr stark. Kommt da auch mit gut HP noch raus. Ist zumindest nicht rot. Oh, Angel macht da aber wieder zwei. Da muss der Refig einfach sitzen von Nex. Würde sich wahrscheinlich auch ärgern. Wieder Unterzahl, aber guckt euch die HP von Angel an. Ein HP. Also so schlecht geschossen war das von Dings scheinbar nicht. Ich sehe gerade mein OBS-Spektrum. Oh, das liegt wirklich an Twitch, die gerade den Daten nicht verarbeiten können. Boah, alle Mausspieler low HP. Ah, weiterhin kurz. Doch, beide mit einem AP. Wo sieht man denn sowas mal? Hat Kirken kommen das Fort? Er kann legen. Sauber. Eins ging. Oh, beide mit einem AP. Und Angel auch mit einem AP. Also drei Leute mit einem lächerlichen AP in der Runde. Hab ich auch noch nie gesehen. Ah, wenigstens wurde das mal wieder eine knappe Runde und nicht so eine Zerstörung am A. So, jetzt ist es wieder grün bei mir. Vielleicht wurden die Fehler jetzt behoben, wer weiß. Jetzt ist es wieder rot. Okay. Diesmal ohne Kerrigan über Haus. Diesmal alle Action-Haus-Split. Nein, da wird die Fläche geblockt. Aber, oh, schön, Kerrigan hat die Initiative ergriffen, ist einfach rausgesprungen. Glücklich da. Meine CT wäre vielleicht sowieso blind gewesen. Also gutes Opening erstmal. Da hat viel HEs, viel HP, so rum. Oh, aber von hinten kommt. Und Nex hat noch keinen Fokus drauf. Nix, passt verdammt nach hinten auf. Aber Kerrigan spielt sehr schön. Hat die gute Runde einfach gerade jetzt entschieden. Aber Nix hat immer noch keinen Fokus auf hinten. Jetzt zielt er. Boah, schöner erster Headshot. Und zweiten sieht er auch. Oder weiß zumindest, dass das einer ist. Boah, nette Shots von Nix die Runde. Und Apox auch nochmal. Schöne Runde aber insgesamt auch von Kerrigan, der hier auch Top-Fragger ist. Mit 11-9, auch Top-Scorer mit 25. Sonic ist hier noch nicht angekommen, aber das ist wirklich so der Spieler, von dem man natürlich noch einiges erwarten muss oder einiges sehen will. Gut, Kerrigan natürlich auch noch sehr neu im Spiel, sehr neu in Go. Ja, ich komme echt immer gut, also kann man nicht meckern. Das sieht doch schon mal solide aus. Hat sich da auf jeden Fall auf Mirage vorbereitet. Ach, schön, Kerrigan mit First weg. Also er macht wirklich ein gutes Spiel heute. Und faked diesmal den Go. Also relativ gut. Und das hier ist geschoben an kurz. Und wenn sie jetzt B-Haus, also B wäre eigentlich eine gute Wahl. Aber okay, sie schieben doch mal komplett weg. Was auch nicht so... Ach, schade, Kerrigan schiebt Mitte. Was vielleicht auch nicht so schlecht ist. Jetzt nur noch zwei am A, zwei am B. Und Nex kann wichtig werden über die Mitte.
deckt niemand, nur Kucha. So, das ist die Frage, schicken sie nächstes nochmal zum Faken, was ich eigentlich... Nee, jetzt spottet nochmal hinten. Sehr gut. So, jetzt darf er noch nicht gegen die A bestellen. Man hat keine Smokes mehr. So, gut den Schuss rausgelockt. Adrian's Posi auch bekannt. So, Next Mitte gegen Kucha gestorben. Da konnte ich letztendlich nicht drauf sein. Fox stirbt auch. Oh, schön guter E gegen ihn. Und 2 gegen 2 Situation. HP. Vorteil ist fast ist eigentlich nicht vorhanden. Ist ausgeglichen. So, Bombe wieder dort gelegt. Aber diesmal ist noch keine Action drin. So, Haus oben ist, glaube ich, gespottet. Jetzt kommt es auf Aprox an. Oh, schönes Timing. Schöner Headshot. Nice. Schöne Runde von Aprox. Oh, aber ein bisschen riskant, vielleicht da auf A zu gehen. Mein B wäre nur das hier gewesen, der wäre ein Kurz, hätte man auf jeden Fall rausgekonnt. Ein bisschen konsequenter, ein bisschen mehr Konsequenz hätte ich mir schon gewünscht. Stream mega lagfrei, schreibt der, ne? Also dann vor dem Nip-Spiel mache ich auf jeden Fall nochmal einen Restart oder so. Mal gucken, wie sich's dann entwickelt. So, jetzt nochmal diese eine Runde, wo Kerrigan in der Mitte ist, vielleicht da zum Jungle. Schauen, ob er wieder Timing hat. Er kommt wieder Silent rein, also jetzt passt er auf, aber verdient das Duell. So, Aprox auch erfolgreich. Kerrigan hört die Steps. Bombe kann gelegt werden. Sieht gut aus, die Runde. Alle über City Base bzw. Jungle. Ah, schade. Gut eigentlich gedacht, aber die Flash war nicht so gut. Beziehungsweise er war halt nicht allzu lange blind, sondern ist dann ein Ticken spät rumgezogen. Boah, die hits aber enorm krass gegen Trubel. Ich finde die Pose ja auch total ekelhaft, da gegen die retakenden CT-Space, gegen die CTs zu stehen. Aber nächste Runde für Maus. 5, 7. Wie sieht's geldmäßig aus? Gar nicht so gut. Das müsste Eco sein für Virtus. 2, 8, ja. Also das würde mich schon arg wundern, wenn man hier Famas ohne Weste oder so kauft. Fox mit seiner AWP im Döner. Oh, kriegt er einen First Weg gegen Kerrigan. Diesmal lag die Smoke aber auch nicht. Oh, das erste Mal, dass die Smoke nicht liegt. Und dann wird Fox dafür direkt belohnt. Gibt auch die AWP an Kucha ab. Oh, nächster Frag für Maus. Gegen Maus. Oh, Nex. Oh, schöner Headshot von Nex. Kurz Posi auch angesagt. So, okay. Ich ging kurz sterben. Oh, die Smoke. Schöner Move von Aprox. Kann der jetzt hinten Spot safe legen. Sonic steckt noch da hinten. Sollte mal zu seinen Mates schieben. Spätestens jetzt muss er da was reißen. Und hier die Runde ist super knapp. Und jetzt nur noch Sonic am Leben. Sie wissen, wo er ist. Kann gegenflächen. Oh, dass da jetzt ein CT schon hinten rechts ist. Wird sein Todesurteil wahrscheinlich. Ach. Gut gespielt, aber auch von Adrian da. Ach, Mann, ey. Und das war eine fucking Echo. Wie gesagt, ich glaube, das erste Mal, dass die Smoke-Döner nicht sitzt. Und dann steht dort Fox mit seiner gesaveten Narbe. Bitter, bitter, bitter. Ah, die Smoke lag. Fox hat sie nur geblockt. Echt? Keine Licks mehr, wenn wir noch Refresh. Ja, hoffen wir mal, dass es so bleibt. Dass es eingependelt hat. Kontrolle bei Virtus. Und Maus wieder mit einem Argo. So, Kerrigan wieder mit seinem Move. Ist er blind am Spot? Refact kann er nicht kommen, weil Trouble noch blind war. Oh, auch bitter. Oh, schöne Runde von Aprox. So,
Flashes kommen. Bombe müsste mal gelegt werden von Sonic jetzt. Hätte er eigentlich die Flashes nutzen sollen. Sehr schön, sehr schön. Jetzt nur noch 2 CT-Base. Jetzt muss man es gut spielen. Apox steht auf Gegenflash. Und schön geschoben nochmal von dem einen Virtus-Spieler. Da über Jungle. Oh, ist schön. Wichtig von Sonics. Und sie wissen auch, wo das hier ist. Oh, stark. Und das könnte sogar das 8-7 werden. Wobei. Jetzt nochmal das Geld anschauen. So, jetzt. Ja, gut, drei Mann sind full equip. Die anderen beiden nur Deal vielleicht. Aber bei Fox und Angel. Oh, das könnte bitter enden. Weil Angel hatte noch nie Aber am B. Oh, er blockt echt die Smoke da. Wie geil ist das denn bitte von Fox? Jetzt raff ich es erstmal. Boah, das ist echt genial. Die Smoke fliegt halt so lange, dass sie einfach blockt. Krass. Respekt an ihn. Scheint ein Fake. Boah, Adrian, ey. Netter Schuss. Apox noch vor A am Faken, aber ohne Frag ist natürlich useless. Wobei B frei ist. Oh, Apox muss jetzt aber TBS. Ah, ich bin nicht rechtzeitig zu ihm gekommen. So, jetzt 2 gegen 5. Sie müssen irgendwas einnehmen. Am besten gemeinsam. Jetzt müssen sie aber auch. So, Sonics hat kurz Nex. Ah, jetzt hat's Nex in der Hand gegen 5. Als ob er das macht. Ja, erster sitzt. Ja, nicht mal ein zweiter. Schade. Trotzdem eine ganz ansehnliche erste Halbzeit hier für Maus, für die Deutschen. Schrägstrich Däne. Fox nutzt die Macht. Ja, sehr schön. Ich übertrage auch Nip. Smoke haben wir schon gesehen. So, 9-6. Und Maus jetzt auf der besseren Hälfte. Schauen, ob sie auch hier die Pistole gewinnen können. So, Sonics und Trouble haben, ja, die kommt's an. Es geht Silent A, Kerrigan. Spottet immerhin Mitte. Also sie wissen schon mal, dass dort frei ist. Gegenflash über Bande. Sonics dreht sich weg. Sehr schön. Erster Frag sitzt, aber Trubel muss da noch einen mitnehmen. Lebt aber noch. Überlebt lange. Oh, schöner Move. Schade. Kerrigan zur Stelle. Kriegt auch keinen mehr. Nix noch mit Hits. Apox ja eh kann gut sitzen. Ah, nicht zu gut. Boah. Krass, der Headshot gegen 2, das kann er sogar machen. Er weiß, wobei die Spieler sind. Bombe liegt auch gut für ihn. Da vor der Kiste ist scheinbar. Bombe gepickt. Ah, jetzt kriegt er viel zu viele Hits ab. Ach man, schade, ey. Ah, oh, es wäre so wichtig gewesen. Ja, dass Trouble da keinen mehr kriegt. Ich weiß nicht, ob die Deckung überhaupt so gut ist gegen so ein Go. Wenn das Sonics da einen kriegt. Ah, gut. Er macht da halt auch nur einen, dann kommt er halt nicht mehr weg. Dann werden sie halt einfach überrannt. Dennoch ist noch nichts verloren hier. Stats wurden ja resettet. Schauen, wie er jetzt CT dann glänzen kann.
Angel nur noch 5 HP. Action wahrscheinlich, die jetzt gefangen. Abrox da oben im Mini-Döner. Wird es jetzt Contact über kurz? Oh, sie haben Abrox schon gespottet. Oh, schade. Oh, sie haben schon. Stehen schon am B. Schöner Read, schön geschoben. Ah, Amy versagt ein bisschen bei Abrox. Bei Abrox eigentlich, bei Sonics. Zwei Waffen. Jobli vielleicht noch die Chance auf eine dritte. Das wurde eher gesehen von Kura. 2:0. Yo, your stream sucks. Argo. Oh, Kerrigan trifft doch ganz solide. Jetzt bin ich vor allen Dingen gespannt, ob man AWP sieht. Wenn ja, bei wem? So, keine Awe. Dafür bei Fox wieder eine. Scheint auch Mitte direkt anzulegen. So, mal gucken, ob die deutsche Mauer hier steht. Trouble, gewohntes Bild da unterm Holz, das kennt man schon. Nix kurz ab in Mini-Döner. Oh, Kerrigan da ein bisschen abgelenkt. Oh, einer schon Connector oben. Also Nix hittet halt schon auch ziemlich krass, muss man sagen. So, Kerrigan ist gestorben, wahrscheinlich mit seinem, gegen seinen eigenen Move. Oh, ist doch nix. Ein Stück lebt Nix noch. So, B jetzt eingenommen. Troubly immer noch am Holz. Hat die Infos anscheinend noch nicht bekommen. Sonix auch noch am A. Und Nix über B-Haus. Da oben steht ein T. Das ist ein wichtiges Duell jetzt. Und ich glaube, es ist sogar die Abe. Oh, Nix. Wenn er jetzt noch keinen Step macht, dann hat er ihn. Oh, mit Timing, mit Timing. Oh, Nix! Oh, er kriegt noch einen AWP-Hit. Oh, schade, Mann. Trouble verliert das Duell kurz. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Einfach zu spät geschoben. Eco spielen ja so auf. Ne, kein Draw. Haben wir noch ein bisschen Polster am Seher noch. So, oh. Na, pushen. Schön. Auch Troubly kriegt mal endlich ein. So, Abwuchs hilft ihm. Boah, schön. Kerrigan mit Skateboard Mitte. Ah, 2 gegen 2 Situation. Manchmal so unknapp. Schön. Kerrigan 1 gegen 1. Ach, leider nur 7 HP. Ah, jetzt spekuliert er. Oh, er kommt durch. Headshot! Headshot! Vom Dänen in die Fresse von Adrian. Nice. Vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer jetzt. Also auf Maus kann Ekos gewinnen. Durch eine schöne Einzelaktion von Trouble oben am Haus. Abrox mit dem wichtigen Headshot da durch die Smoke. Und Kerrigan ist am Ende das 1 gegen 2 gewonnen. Sehr, sehr, sehr stark. Also wie gesagt, der Dino gefällt mir heute ziemlich gut. Auch Nex richtig gut am Geben.
Trouble hatte noch nicht so wirklich seine Szenen. Aprox war auch ganz solide als Terror. Sonix muss mich da auf jeden Fall noch. Muss mich da noch sehr viel mehr überzeugen. Da bin ich auch sehr auf die nächsten Spiele gespannt, ob er da auch so langsam seine Szenen bekommt. So, es scheint wieder dieser Standardaufbau zu sein. Diesmal ist Nex aber nicht Mini-Döner. Den Smoke rein. Keine auch. Connector schon drin. So, es geht auf jeden Fall Richtung A. Heißt, Trouble und Sonix bekommen wieder zu tun. Und Kerrigan muss da natürlich dann auch aufpassen. Am Connector. Leider haben wir die Punkte nicht, aber da kommt noch einer und der steht wahrscheinlich ziemlich weit hoch. Trouble blind. Das macht Sonix. Hat keine Gegenfläche mehr. Kerrigan scheint hier zu bekommen, verliert er das Duell und jetzt sind sie natürlich eingekesselt am A. Oh, noch eine richtig gute Flash von Virtus. Boah, also ich finde das so gut. Mit so zwei Phasen quasi. Boah, wie krass. Oh. Aber wieder 2 gegen 2 Situation rausgespielt. Von Aprox und Nex. Jetzt weiß ich nicht genau, ob der Spieler am Spot low ist. Nein. Boah, die AWP ist... Action-Spieler ist low. Action-Spieler stirbt. Jetzt gegen die AWP zu zweit. Nice. Sauber, Mann. Oh, da habe ich die Runde schon wieder verloren gesehen. Aber sowas hätten sie auf jeden Fall im letzten Jahr nie im Leben gewonnen. Da ging ja wirklich alles schief. So, hat er eigentlich die Ave gepickt? Nee. Ich glaube, es wurde kurzzeitig überlegt. Aber sie spielen weiterhin ohne. Ja, was eben aufgefallen ist bei Virtus. Sie gehen da hoch und dann kommt meistens noch eine Flash. Oh, jetzt aber mal ein Instant Go. Also sie variieren da auch. Oh, Sonix. Nein, er kann nicht mal die Bombe holen. Oh, Kerrigan auch nur am Pratzen. Das darf sie natürlich nicht im Spiel. Und Next wird auch gerusht. Ach, Mann. So eine schöne Runde eben. Und jetzt werden sie einfach überfahren. Tja, A-Deckung leider nicht wirklich vorhanden. Sogar eine 5er-Runde. Und ich fürchte, viel Geld ist jetzt nicht da. Ne. Das ist die Frage. Spielt man auf Draw? Oder riskiert man ja alles? Kerrigan hat eine Farmers gekauft, M4. Ah, man riskiert es wirklich. Man kauft ein, was geht. Sie gehen. Ah, diesmal A-Fake. Aber Kerrigan Mitte hoch. Zusammen mit Nex. So, da gibt es einen Flash. Oh, links, Kerrigan. Links, links, links in diesem Schimmeleck. Kommt weg. Gut. Action will auch was gegangen. Ach, da stirbt er jetzt. Also, wo Trouble ist, wissen sie eigentlich eh immer. Ach, nächste stirbt. Nächste stirbt. Und dann war es nur noch Schnapper und Trouble. Schnapper auch leider nur mit MP7. Hat auch schon gesteppt. Hätte jetzt vielleicht einen Frag Mitte unten. Sehr schön. So, müsste eigentlich fast auch die Steps gehört haben. Muss da noch bei Dossier aufpassen, der jetzt hinten B raus reinkommt. Wahrscheinlich. Ach, nein. Und Trouble gegen den Rest der Welt. Kein Kit, haben eine Smoke gepickt. Eigentlich gibt die keine Chance. Er hat sich sofort einen Frag kickt und einen zweiten schnell hinterher. Wie gesagt, kein Kit. Smoke liegt nochmal ganz gut. Schade, da stand halt links im Eck. Bitter, bitter, bitter. Draw jetzt schon mal für Virtus Safe, für die Russen. Für den Russen, russischen, ukrainischen Mix.
So, da ist natürlich noch weniger Köpfe quasi vorhanden. Jetzt fahren sie einfach... Leckt mich doch am Arsch. Das ist Wahnsinn. Da wünscht man sich quasi als Neujahrsvorsatz, das ist ja kein Vorsatz, man wünscht sich quasi fürs neue Jahr, dass man das Spiel auch mal komplett sieht. Und was ist dann? Es wird einem nicht gegönnt. Ach man.